Nummer 1. Ey. Naja, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen viel. Und Feuer. Und der nächste ist ab. Ja, jetzt können wir ihn endlich fertig machen. Und nochmal. Jetzt bist du dran. Wenn du einmal weggeflogen bist, hast du keine Chance mehr. Oh! Ich nehme mal an, jetzt geht die andere Seite auf. Oder ich muss schon wieder die Prüfung machen. Ach nee. Ach hier, guck mal. Hä? Ich kann auch hier stehen bleiben von mir aus. Nee, kann ich doch nicht. Mysteriös, mysteriös. Ach hier, guck mal, hier steht noch was. Ist mir natürlich sofort aufgefallen. Ach, jetzt haben wir noch ein Gorgonenauge. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ne, jetzt kann ich ja nicht hier hochgehen. Einfach. Ich muss ja irgendwie... Was ist denn hier? Ein junges Mädchen. Ja, das ist wohl Pandora. Dieses junge Mädchen. Ach, guck mal, sag mal hier. Ach ne, hier gibt es leider nichts zum Tauchen. Hätte ja mal sein können. Mist. Ich nehme an, da müssen wir hier lang hoch. Also erstmal hier rein. Ah, guck mal einer an. Das habe ich hier doch schon von Anfang an gedacht, wie die Dinger. Dass man die kaputt machen muss. Hier hast du doch eh keine Gegenwehr. Ja. Ey. Und die erste können wir mal ein bisschen hier zurichten. Die zweite. Hier, die Fäuste sind echt ganz praktisch. Und du auch noch.
Abfahrt mit dir. Oh. Das war knapp. So, du auch noch. Abfahrt mit deiner Hand. Ja, ich weiß, ihr wollt euch hier hinten wieder hauen. Könnt ihr gerne haben. Ich hau mich auch gerne mit euch. Vor allen Dingen, weil ihr einfach überhaupt keine Chance habt. Seitdem ich hier das hier alles verbessert habe. Ach komm, du auch noch. Und finish him. Ach, guck mal, hier ist auch wieder was. Ey, was war das denn? Ein Minotaurushorn. Das Zeug-Battle wird bestimmt echt nochmal richtig hart. Ey. Ach, das waren doch eigentlich die Viecher, die so komisch zu besiegen waren. Ja, der ist schon mal weg. Oh Mann, jetzt kommt der nächste hinterher. Nein, das ist böse. Ihr darf nicht in so einen Tunnel rein. Daneben. Ey. Endlich. Hallo? Oh, nicht schon wieder so eine komische Literatur hier. Eine Notiz einer jungen Seele. Die Feuer. Die Feuer? Die Feuer. Okay. Die Feuer, die Menschen schreien. Ich hatte solche Angst. Warum hat Vater uns beschützt? Die Richter sagen, ich muss jetzt ins Elysium. Und dass es dort schön sein wird. Ich vermisse meine Familie. Ich auch. Aber dann ist das hier, ich will doch noch da unten runter. Achso, hier lang muss ich. So. Anstatt einfach da runter zu springen und da runter zu gleiten. Nein, das wäre jetzt so einfach. Ah. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Und jetzt kommt es. Wie gesagt, hier freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Was jetzt passiert. Einmal. Und zweimal. Das war's wohl mit der Kette. Ganz zufällig schaut sich hier auch noch einfach mal alles Knitterhagel kaputt. Ach, guck mal. Er weiß es, Kratos. Zeus weiß von meiner Flucht. Schnell, ich kann ihn hören. Er ist hier. Bitte hilf mir, Kratos. Schnell. Gerne doch. Brauchen jetzt nicht schon wieder hier hoch, oder? Drei weise Männer. Ich gebe hier schon Top Speed. Wow, 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 wow. Ey. Hochzus ist irgendwie viel einfacher, habe ich so das Gefühl. Ja gut, wir haben ja runter, so ist schon alles abgerissen. Pandora! Pandora! Athene! Es ist schon gut, Kratos. Denk an deine Aufgabe, Spartan. Ach so. Vergiss nicht, warum du so weit gekommen bist. Mach dich bereit, Spartaner. Du weißt, was du tun musst. Ja, ich weiß es. Athene. Ich hebe jetzt das Labyrinth und bringe sie zu ihrem Platz. So, lebt mich ja übermorgen noch dran. Ah, zum Glück. Hier waren wir doch schon mal. Hier ist wieder ganz am Anfang. So weit hoch kann noch nicht mehr sein. Sag ich doch. So, und wie hat man das jetzt hier gehoben? Och, Mann. War das irgendwas von hier oben? Ach, hier. Hier können wir noch ganz schön viele Runden laufen. Oh. Gottchen. Geht das nicht noch ein bisschen schneller? Da hinten die Kette bewegt sich zwar, aber wirklich flott sind wir hier auch nicht. Ja, das ist schon mal die richtige Richtung, zumindest.
Oh, da würde ich mich jetzt nicht so sicher drauf fühlen, so unbedingt. Ich würde mich mal an die Kette setzen. Ich finde das immer phänomenal, was für ein Hulk unser Kratos hier sein muss. Ja, das war jetzt wohl eine harte Nummer. Da ist es! Ich sehe es, Kratos! In der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Pandora, nicht! Du weißt, wieso ich hier bin. Du wolltest, dass ich dies tue. Ich finde einen anderen Weg. Nein, Kratos. Es gibt keinen anderen Weg. Lass mich gehen. Und was sieht denn jetzt? Kind. Ich bin kein Kind. Du tust mir weh. Oh Gott, Zeus. Kratos, Hilfe! Lass sie los, Zeus. Eine Besessenheit von diesem Ding ist inzwischen wirklich lästig, mein Sohn. Lass das Mädchen los, Zeus! Verwechsle dieses Objekt, dieses Werk des Hephaistos, nicht mit deinem eigenen Fleisch und Blut. Doch vielleicht hast du das schon, Spartaner. Deine Suche nach Pandora, dein kläglicher Versuch, für die Familie zu sühnen, die du ermordet hast, hat den Olymp ins Chaos gestürzt. Ja. Sieh dich um. Sieh, was hast du ja verdient, Junge. Ich sehe nur, was ich zerstören will. Mein Mitleid mit dir war bislang mein größter Fehler, Kratos. Ebenso wird dein Mitleid mit diesem Ding wahrlich dein größter Fehler sein. Dies hat nichts mit dir zu tun. Es dreht sich alles nur um sie. Oh Gott. Lass sie runter! Wie du wünschst. Oh, 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 oh. Oh nein, keine gute Idee. Hallo? Ich sehe irgendwie nicht so viel. Ach, komm schon. Verpiss dich, komm hier, Zeus. Komm, ich geb dir mal ein bisschen. Hier, komm, du kannst mal eine Runde kassieren. Komm hier, verpiss dich, Junge. Schade. Und
Hier, komm, Junge. Gib ihm!